Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Yu-Gi-Oh! Expansive Legacy. In diesem Format stelle ich euch in jeder Folge in wenigen Minuten eine Karte mit einem Mindestwert von 20 Euro vor. Sollte die Karte über längere Zeit an Wert verlieren, speziell dann, wenn ihr das Video lange nach seinem Upload seht, bitte ich das zu berücksichtigen. Heute geht es um das Millennium Shield. Das Millennium Shield ist eine Karte, das sich im Laufe der Zeit bedauerlicherweise nicht so in den Herzen der Sammler etablieren konnte, wie sie es verdient hätte. Grundsätzlich gibt es diese Karte in zwei unterschiedlichen Artworks. Das gängige Artwork, das wir aus der Premium Gold Series 4 der Legendary Collection Yugi's World und dem Superstarter Spacetime Showdown kennen, und das Original Anime Artwork der Karte, welches im TCG ausschließlich im McDonald's Pack 1 herauskam und nur in Nordamerika zu bekommen war. Und um genau dieses Exemplar handelt es sich auch hier. Wie wir sehen, haben wir hier die Variante aus dem McDonald's Pack 1 in Nearmint mit einem Wert von rund 40 Euro. Somit ist das Millennium Shield die teuerste Karte aus dem McDonald's Pack 1. Ich persönlich finde beide Artworks der Karte sehr schön, muss allerdings sagen, dass mir das Original Anime Artwork aus dem McDonald's Pack doch etwas besser gefällt. Wie bereits gesagt, findet man die Karte bedauerlicherweise nur selten in Sammlungen, maximal in Sammlungen von Sammlern, die auf teuren und exklusiven Stuff setzen, was nun eher die Minderheit ist. Und wenn man sie dann doch mal in anderen Sammlungen findet, dann meist in miserablem Zustand. Ich persönlich hoffe, dass sich das im Laufe der Zeit noch ändert und sich ein gewisses Bewusstsein für diese Karte in den Köpfen der Sammler entwickelt. Wie seht ihr das Ganze? Findet ihr die Karte schön? Mögt ihr sie eher weniger? Wusstet ihr überhaupt, dass das McDonald's Pack 1 existiert? Schreibt es mir in die Kommentare, und in dem Sinne würde ich sagen, macht's gut und haltet die Ohren steif.